Ein herzliches Willkommen hier zum nächsten Fjordline-Cup im Lauf des Diskiwehr. Ich hoffe, ihr seid alle gut durch den Zoll gekommen. Ja, klar. Keine Verluste an geistigen Geschichten. Ja, ihr wisst ja, wir haben immer eine Tafel vor der Wohnung A13 hängen, wo jeden Tag dran steht, was aktuelle Abendveranstaltungen und aktuelle Lage ist. Es wäre super, wenn ihr jeden Tag einmal zu dieser Tafel gucken würdet. Alles gut? Okay. Wir bleiben halt hier. Hier wurde auch geschmeißen. Hier wurde auch fischen, oder nicht? Hier ging es nicht auf den Naturköder. 30 cm Köderfisch. Und da war er. Wie hast du ihn gefangen? Ja, wie? Beim Fischen. Moin Moin und herzlich willkommen zur Steg Challenge beim Fjordline Cup 2016. Der Modus ist einfach, die Teilnehmer haben eine Stunde Zeit, den größten bzw. den längsten Fisch vom Steg zu fangen. Wer diesen Fisch fängt, kriegt einen super Sonderpreis. Das ist eine Spinnrute von Penn mit Rutenrohr. Die Ruten sind scharf, die Teilnehmer sind auf dem Steg. Wir sind gespannt, was jetzt hier gleich rauskommt. Stefan, ich bin immer noch hier. Ja, ich will hochangeln. Ja. 40 cm Pollack vorne auf dem Steg. Mal sehen, was hier hinten kommt. Tschüss. Seelachs. Hier, Jürgen. Jürgen, hierher. 33. Ja, genau. Warte ab. Ich werde die Computer. Oh, hier an der Steg-Challenge ist eine Menge los. Also wir haben hier an dieser Ecke jetzt schon vier Pollacks aus dem Wasser geholt. Top Speed. Das war die Steg-Challenge 2016 in Nauten. Es sind ein paar schöne Fische rausgekommen. Der größte war ein Pollack mit 47 cm und deswegen bitte ich euch jetzt um einen tosenden Applaus für Franz Portella. Ja, wir sind jetzt hier gerade am Messen der Fische. Heute war ein richtig starker Tag. Es waren super Bedingungen, ideal. Viel Sonne, wenig Wind und dann richtig viel Fisch. Also viele große Längen, Lump, Seelachse, Seehechte. Also die ganze Palette durch. Klasse, toller Tag. Ich nicht so einen dicken Vollkamera. Ne? Gucken brauche ich ja nicht, oder? So, müssen wir sehen. So, heute nach dem Wertungstag haben wir für die hungrigen Angler Thüringer Bratwürste gemacht. Ja, und das wird gut angenommen. Ja. Und dann.
Das ist der Reißverschluss, der wird entfernt. Und der wird ausgezogen. Sowieso. Rhino. Kannst du machen Klemmhülsen? Also machen viele Leute mit Klemmhülsen. Ich persönlich benutze die jetzt für die Angelei eigentlich nicht. Und dann halt genau in den Mund nehmen. Und ziehen. 5 bis 10 Mal. So. Rechts ziehen, ja? Okay. Also, der letzte Fisch des Turniers ist prämiert mit einer Freireise zum nächsten Fjordland Cup. 4 Personen, Hausboot, Fähre, Essen, Preise, super Betreuung, alles Mögliche dabei. Durch mich und dich. Und den darfst du dir jetzt abholen, komm, Steffi. Komm, Steffi. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist dein Urkunde, jetzt darfst du ihn genau umdrehen. Genau, also erstmal gibt es hier noch die Pokale fotografieren. Einmal Pokal. Einmal. Halt, nimm den richtig. Ja. Ja. Freireise zum Fjordland Cup 2017. Jawohl. Ja, das steht 2016. Kommt immer ein bisschen enger. Ja, gut, wir sind ja noch nicht. Erstmal in die. Erstmal in die, genau. Warte. Moment, noch einmal bei Hannes reinkommen. Einmal bei Hannes reinkommen. Denn der dritte Platz ist Pokalplatz. Und wir sagen erstmal, was es dafür gibt. Für den dritten Platz gibt es eine. Sagus 2, 5000, eine Berkeley-Tasche, ein Pokal und eine Urkunde. Das ist die ganze Menge. Ja, wir haben 2009 Punkte und. Machen Sie es nicht so spannend. Lokomotive Franz! Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Klasse. Herzlichen Glückwunsch. Bisschen was halten. Die kannst du schon mal umhängen. Dafür die kannst du umhängen, die nicht umhängen und die noch dazu und noch die Urkunde. Und das halte ich für dich. Das hält ja, also machen wir. Einmal hier unten. Das sind dann die Hellerfestspiele. Franz Kurt! Ja, so! Punkte, also 28 mehr als Zabber. Ne? Knapp, ganz knapp. So, Moment, das Beste fehlt noch. Ah ja, natürlich, der Pokal. Und. Ja, du bist aber scheiße. Ne? Einmal da unten bitte reinschauen. Ich sage mal jetzt, was es dazu gibt. Es gibt natürlich eine Urkunde. Es gibt einen Pokal. Es gibt. Eine Multi-Warfare. Es gibt eine Squadron in der Boot. Und es gibt noch einen Reisegutschein von euch von 500 Euro, anrechenbar auf eine Tour mit Angelreisen Hamburg. Also richtig fett, richtig fett. Man muss sagen, eigentlich deutlich, wir haben eben gehört, 2037 Punkte bei Franz Kurt. Der Sieger hat 2190 Punkte, hat ein Fisch mehr. Auch gut, er ist das erste Mal dabei, kein Platzhirsch, hat sehr gut gefischt. Und es ist der Winner, Gerhard Lohnert, Herr der Rette, Häusling Silberlocke. Wenn wir das gewusst hätten, hätten wir einen Friseurgutschein noch dazugelegt. Aber nein, kann ich alles. Herzlichen Glückwunsch. Gerhard, super gefischt. Ganz, ganz herzlich sauber gemacht. Also absolut toll. Hier ist deine Siegerurkunde. Hier ist dein fetter Siegerpokal. Ja. Hier ist der Reisegutschein über 500 Euro. Das geht wieder auch. Hier ist die Inline, ne? Hier ist die Route. Da ist die passende Rolle. Ich glaube, die stellen wir jetzt an. Hier war jetzt am besten, wir machen noch vorne Schiff. Ne? Das kannst du ja gar nicht erst tragen. Vielleicht kommt ja jemand helfen, ne? Okay, wir bedanken uns bei allen Teilnehmern, bei Frank Dahl, Kochen, bei Gästen. Thank you.
an Frank Date fürs leckere Buffet, an Steffen fürs Boote betanken und schmutzige Gläser ersetzen und alles, was dazugehört. Bei Rainer für die tolle Organisation und das Organisieren der Preise, der Berichterstattung, an das ganze Team von Penn und Konsorten. Und natürlich an David. Ah ja, danke an David. Danke an David. Ja, geschehen. Frank, möchtest du was sagen, dann bist du gleich los. Danke, danke. Das war der Fjordline Cup 2016, eine tolle Veranstaltung mit tollem Wetter. Nächstes Jahr in 2017 wird das Festival an einer neuen Anlage stattfinden, vor der wir hier gerade stehen, Qualheim Friedhit. Wir haben uns die Anlage eben schon mal angeguckt. Rainer, was ist dein erster Eindruck? Also toll, ich muss wirklich sagen, ich bin begeistert. Vor allen Dingen die Häuser, die Unterkünfte, allererste Sahne. Das Ganze schön geschlossen, großer Steg direkt davor. Also ich kann nur sagen, ich freue mich auf nächstes Jahr. Tolle Häuser, Whirlpool, Sauna, super Boote, das kann nur klasse werden. Das kann nur klasse werden. Also, wir sehen uns in 2017. So, in allen Häusern ist eine Sauna. Ah, moin Jungs.